ist sicher ganz prima. Miss Armstrong, ich bin Ellen Parker, ich bin Direktorin. Kate. Und du bist wohl Zoe, ich freue mich, dich kennenzulernen. Hallo. Ich bring dich in deine Klasse und zu deinem Lehrer. Es muss jemanden geben, der besser dafür geeignet ist. Ich weiß nicht, wie man mit einem Kind umgeht. Schon gar nicht mit einem, das seine Mutter verloren hat. Was geht in ihrem Kopf vor? Zoe will nicht essen, was ich für sie koche. Was soll ich machen? Sie dazu zwingen? Vielleicht fehlt ihr das, was ihre Mutter gekocht hat. Meine Schwester hat niemals gekocht. Sie hat nur Sachen erhitzt. Tja, das ist wohl der Punkt. Vielleicht braucht Zoe etwas ganz Gewöhnliches. Etwas, das weniger anspruchsvoll ist. Was haben Sie denn so als Kind gegessen? Das ist nicht dasselbe. Was heißt das? Meine Mutter war eine fantastische Köchin. Natürlich war ich die Einzige, die das zu schätzen wusste. Und als Ihre Mutter gestorben war, hat Ihr Vater dann das Kochen übernommen? Nein.